Der Polosport findet auch in Österreich immer mehr Anhänger. Neuerdings spielt man auch am Wolfgangsee im Salzkammergut. Ich habe vor 3 Jahren eine Amateur-Tournee gemacht in Ebrechtsdorf in Wien. In August ist natürlich niemand in Wien. Und eine Woche später waren wir hier im Sacker Hotel beim Swammelessen bei Elisabeth Görtler. Und ich habe gedacht, hier sind alle. Dadurch eigentlich, ich sollte eine Tournee hier machen, wo alle sind. Hier am Land ist selbst der noble Sport ein bisschen anders. Die exquisiten Designer-Outfits der Zuschauer werden hier mit traditioneller Tracht getauscht. Und statt Kaviarbrötchen gönnt sich die Polo-Elite eine deftige Bretteljause. Wir wollten das ganz bewusst down to earth halten. Es ist ja auch in England eigentlich alles sehr casual beim Polo und ich finde, das passt hier. Haben Sie denn selbst auch Polo-Erfahrung auf dem Pferd? Nein, ich lasse spielen. Ich hatte auch schon einmal mein eigenes Polo-Team. Damals waren noch keine Farben frei, weil das war, Blau war vergeben etc. Jetzt hatte ich nur Pink. Dann habe ich gesagt, nein, keiner von den Polospielern wird den Pink anziehen. Und das war ganz toll. Wir haben also wirklich alle in Pink gespielt. Polospielen ist übrigens schwieriger, als es aussieht. Nicht einmal ein guter Reiter erlernt den Sport mit links. Ist eigentlich witzigerweise ist das so, weil natürlich viele Engländer Linkshänder sind. Ja? Erstaunlicherweise ist das ja statistisch belegt. Und trotzdem hat man sich geeinigt, rechts zu spielen. Ich muss umlernen, wenn ich Linkshänder bin. Sie müssen, ja. Sie müssen mal Linkshänder-Polo organisieren. Das geht auch, ja. Das muss ein absolut irre Gefühl sein, auf diese lebende Formel-1-Auto so herumzujagen. Du siehst, die drucken sich aus. Das ist wie Rugby. Das ist wie ein Zirkus. Der Pferd geht in der Richtung, die hängen hoch und bum, bum, bum. I'm not used to be a clown. Ich fühle mich hier wirklich ein bisschen wie ein Clown, aber es macht Spaß, im Mittelpunkt zu stehen. Normalerweise muss ich nach jedem Spiel das Pferd wechseln, aber heute genieße ich das Bad in der Menge und nutze gleich aus, all den hübschen Damen nahe zu sein.